Ja, hallo Leute, hier euer Tose mit Let's Play Skyrim nun endlich. Wir sind hier noch im Grab und kommen, glaube ich, bald einmal zum Finale, ja? Denke ich. Und das dürfte sein. Ah, ich glaube, unser Begleiter entdeckt uns da dauernd, oder? Ist das jetzt schon das Finale? Das sieht verdächtig aus nach, ja, extrem viel Traug. Au weh. Seht ihr, ohne Ende da, die Sarkophage. Und die Musik. Da oben ist der Marker, dort müssen wir hin. Okay. Ah, ein Schrei. Ja, cool. Okay. Ein Schrei. Gut so. Wir sind da jetzt hier. Ich glaube, das müssen wir mitnehmen, aber wir sammeln zuerst alles andere ein, weil ich denke ja, ich habe die schwerste Befürchtung, dass hier jetzt gleich einmal die Mitzi abgeht. Darum werden wir gleich in die Ego-Perspektive gehen und den Feueratronachen auch gleich beschwören, ja. Okay, auf geht's, Leute. Abgeschlossen, bringe das Fragment in deinen Besitz, kehre nach Jovaskr zurück. Das machen wir doch gleich. Und wo? Da oben müssen wir raus. Ja, ich hab's ja gewusst. Okay. Ich werde euch wie ein Insekt zerquetschen. Zerstörung endlich auf 31 verbessert. Da kommt der nächste, komm her. Und da kommen sie in Mengen. Das ist ein Ruheloser. Okay. Die normalen Traug sind ja nicht so wild. Oh. Der lauft davon. So, jetzt wird es Zeit, dass wir mal ein Schwert ausprobieren, ne? Wir haben ja da ein Silberzweihänder. Den werden wir mal ausrüsten. Und dazu Nahkampf, ja, beschlagene Rüstung. Und wir sind schon mitten im... Okay. Da ist noch einer. Ich werde euch umbringen. Habt ihr das gesehen? Ein... Das war schon. Mehr habt ihr nicht drauf. Waffe aufladen. Mhm. Deine Waffe besitzt keine Ladung mehr. Um sie wieder aufzuladen, wähle das als erstes die Waffe in deinem Inventar und drücke dann Pipapo. Ja, wir werden sie nicht mehr aufladen. Wir werden da... So, und jetzt? Okay. Da oben ist noch einer. Wer bist denn du?
Okay. Ja. Traugwichte gibt's da, Leute. Habt ihr das gesehen? Wo ist denn der? Die Ruhelosen kenne ich schon, die finde ich ja auch so witzig. Aber Traugwicht? Wieso heißt denn du Wicht? Alter Freund. Ja, ich glaube, das war's. Ja, wir werden dich einmal gleich heilen. Ja. Wir müssen die Elfenrüstung wieder anziehen. Ja, komm her. Und heilende Hände und die Heilung werden wir auch gleich mal nehmen. Okay. Was? Hey, das war gut. Okay, gut so. Und wir durchsuchen die Jungs da jetzt gleich einmal. Komm. Einmal. Wie viel waren denn das jetzt? Zweimal. Dann, dass wir da niemanden vergessen. Die sind uns dann ja vielleicht böse auch, wenn sie keine Beachtung bekommen. Wenn sie schon zweimal sterben mussten. Der Sinn der Traug geht mir auch irgendwie verloren. Sind das Beschworene, die da irgendwas bewachen oder wieso gibt's die überhaupt? Und Fragen über Fragen. Wenn jeder was wisst, dann würde es mich wirklich interessieren. Ah, Gott sei Dank, ein Seelenstein. Dann müssen wir die nicht immer kaufen. Ich werde dann schlussendlich auf die Jagd gehen. Nach... größeren Tieren, damit wir bessere Seelensteine bekommen. Und bessere Seelen vor allem, weil ich... weiß jetzt, die Traug geben keine Seele her, hat mir jemand geschrieben, ich habe es noch nicht ausprobiert, würde mich aber interessieren, ob das stimmt, ich habe es nicht, ja seht ihr, ich behaupte was und habe es gar nicht ausprobiert, aber da, Traug, okay, das muss ich dann wirklich ausprobieren, ob die Traug keine Seele hergeben. Angeblich Menschen gibt es auch keine, weil da braucht man einen besonderen Seelenstein dafür. Ich muss jetzt da ein wenig lesen, weil es gibt da auch eine super Waffe von den Traug. Ab und an, da liegt auch noch einer, der Ruhelose. Nö. Aber die haben dann nichts. Was war das? Nö, okay. Gut so. Da oben noch ein paar. Jetzt habe ich zum Seelen vergessen, Leute. Ja, aber ein paar waren das doch, ja. Und wir haben uns auch wacker geschlagen. Wir haben einige wieder zurückgeschickt ins Reich der Toten. Wo sie auch hingehören, ne? Da haben wir noch eine Truhe. Haha. Das geht sich ja noch aus, Leute. Kaiserlicher Bogen des Eises. Frostschaden und Gesundheit auf Ausdauer. Den haben wir das letzte Mal zurückgelegt. Die Zwergenstiefel. Ja. Gold und Rubin. Seelenstein. Und seht ihr, 299 gerade am Limit noch. So, da oben noch kurz... Da eine Urne, Gold und Rubin und da ist nichts drinnen mehr, da oben ist auch nichts mehr. Gut so, da sind wir dann jetzt fertig. Wir machen nur kurz einen Rundumblick da noch, damit wir das noch einmal sehen. Hier. Ah, die Kammern sind, finde ich, extrem schön gemacht. Ja? Und jetzt sputen wir uns da mal raus, ja? Dass wir da weiterkommen. Ich denke, das war's dann schon auch. Da ist auch nichts mehr. Da ist noch eine Urne. Sorry, Leute. Wie könnte ich die übersehen? Genau 300. Als ob es ja Absicht gewesen wäre. Oh, wir sind da noch gar nicht fertig. Sorry.
Oh doch, ja. Jetzt habe ich mich ja wirklich schon geschreckt. Ja, es hat ja lang genug gedauert. Wir kommen dann mit einem Gefährten, einem Begleiter nochmal zurück und sammeln da, was wir nicht mitnehmen konnten, nochmal ein, denke ich, ja. Und dann schauen wir, dass wir das zu Geld machen und endlich mal ein Haus kaufen, ja. Dann müssen wir uns einen neuen Begleiter auch aussuchen, nehme ich an. Ich werde zuerst nach Flusslauf zurück und ein Feental die Sachen wieder abnehmen. Oh Leute, was ist da? So, wir machen das gleich wie gehabt. Wir entwickeln uns zum Beschwörer. Ist was? Euch das schon aufgefallen? Farkasch, geh weg. Und ja, seht ihr das? Jetzt komme ich da nicht hin. Komm her, Farkasch. Du Kasperl. Aktivieren. Ja, komm, lass mich da hin. Fuckers. Und du lass mich da vorbei, bitte. Ja, sonst kannst du ja mal den blöden Raum klar machen da, bevor du da im Eingang stehst. Ist das jetzt... Ah, da sind wir hereingekommen. Cool, Leute, der Raum ist sicher. Gut so. Da haben wir auch nichts mehr übersehen. Da haben wir alles mitgenommen und auf geht's nach Hause, endlich. Und da wir jetzt eh nicht mehr viel machen können, hoppala. Werden wir da gleich die Schnellreise antreten, ja? Weil es bringt nichts, wenn wir jetzt unterwegs auf irgendwas stoßen, irgendwas mitnehmen und vielleicht noch ein Tier töten und ja, wir können nichts mehr tragen, das ist ja unsinnig. Wir schauen jetzt zurück gleich einmal mit der Schnellreise zu den Gefährten nach Jovasco. Ja, das war ja recht lustig bis jetzt, ja. Gelevelt haben wir einiges und auch das Richtige, so hoffe ich. Es ist finstere Nacht. Und seht ihr? Ja, das ist ja Feenfeuer. Das kommt ja gut. Ja, ich bin ja hin und weg. Ja, die haben sich was einfallen lassen. Finde ich ja extrem stark. Okay, schnelle Reise und Karte und zurück nach daher, Weißlauf. Schnelle Reise nach Weißlauf. Okay. Ja, wir müssen da jetzt wirklich an den Zerstörungszaubern arbeiten, weil wir ja das hauptsächlich verwenden wollen. Und Schmieden werden wir jetzt dann noch leveln. Achso, wir haben da jetzt keine Notwendigkeit mehr aggressiv zu sein. Wir laufen da mal hin. Und ja. Vorsichtig! Ja, Entschuldigung, ja, das tut mir leid, genau. Und du ich bist. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Lass dich Häuser und mächtiger Taler. Okay. Wir, eure unglücklichen Diener der hat auch keinen Dienstschluss, seht ihr das? Wir haben schon auf eure Rückkehr gewartet. Ja? Weshalb? Kommt, folgt mir. Abgeschlossen, kehren nach Jovasco zurück, Folge Wilkers. Folge Wilkers, sorry. Der weiß auch nicht, ob er laufen soll oder gehen. So, bevor wir den Trigger auslösen, nehmen wir doch einmal den Helm ab, nehme ich an. Das kommt ja dann besser, wo Bekleidung und Zwergen... Helm der Magiker, den werden wir ablegen, ja. Du trägst so viel Last, wieso? Aha. Aha, wenn wir es ausgerüstet haben, geht es besser, oder wie? Jetzt geht's? Aha. Ah, das muss gerade um ein paar, ja. Brüder und Schwestern des Zirkels,
Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Diese Frau hat erduldet, hat herausgefordert und hat ihren Mut bewiesen. Wer wird für sie sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu ihrem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihr stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihr zu Ehren eure Schwerter erheben? Sie ist bereit, das Blut ihrer Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in ihrem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Metalle in ihren Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Ihr Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den fernen Tagen grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Ja, cool, Leute. Nun, Mädchen, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Mit Sicherheit. Abgeschlossen, die Aufnahmeprüfung, Leute. Na, endlich. War ja mal was, ja? Und wir reden da gleich einmal mit Kotlag. Ja, und warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen. Und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Sie sind die Grundfesten der Gefährtenmädchen. Okay. Familie und Ehre, das kommt ja gut. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? So zu leben, dass eure Schildgeschwister mit Stolz sagen können, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ruhm in der Schlacht, Ehre im Leben. Geht Probleme direkt an. Überlasst das Flüstern und Schleichen den Gossenratten, die nicht für sich selbst kämpfen können. Okay, flüstern und schleichen, aha. Und wir sind die ganze Zeit geschlichen, okay. Stimmt es, dass die Gefährten Werwölfe sind? Wie ich sehe, hat man euch verfrüht in einige Geheimnisse eingeweiht. Ja, macht ja. Macht nichts. Ja, es ist wahr. Das trifft aber nicht auf alle Gefährten zu. Nur durch die Mitglieder des Zirkels strömt das Bestienblut. Einige finden daran größeren Gefallen als andere. Was ist mit euch, Kotlag? Nun, ich werde alt. Mein Geist blickt zum Horizont, nach Sovngarde. Aber ich fürchte, dass Shor einem Tier nicht die gleiche Ehre zuteillassen wird, wie einem wahren Krieger der Nord. Das Leben als Bestie zieht unsere Seelen zum dädrischen Fürsten Hircine. Einige mögen ja eine Ewigkeit in seinen Jagdgründen bevorzugen. Ich aber sehne mich nach der Kameradschaft von Sovngarde. Hofft ihr, euch selbst zu heilen? Ja, aber das ist nicht einfach. Aber ihr müsst euch nicht mit den Sorgen eines alten Kriegers belasten. Heute werden wir eure Tapferkeit feiern. Und sprecht mit Eolund, wenn ihr eine bessere Waffe haben wollt als was auch immer das ist. Kleine Klingen tun niemandem weh. Ein Schwert braucht Gewicht. Aber 10 kleine Schnitte. Ich brauche nur eins, um euch in 2 Hälften zu zerteilen. Nun ja, wenn man es so sieht. Okay, die Jungs und das eine Mädel, die sind alle Werwölfe. Ich nehme an, 5 Stück, ja. Und die Jägerin war ein Werwolf, soweit ich das mitbekommen habe.
Wir werden da hier jetzt einmal kurz abspeichern und dann noch ein paar Dinge erledigen, verkaufen, kaufen, schmieden, denn ein wenig jagen gehen und was werden wir noch machen? Ja, unseren Feendahl werden wir noch einmal brauchen zum Leveln der Schießkunst und dann werden wir noch die ganzen Sachen, die er von uns hat, mitnehmen, wenn er sie noch hat. Ich werde da wahrscheinlich noch ein bisschen Ausgrabungen machen. Da rund um Weißlauf gibt es zwei Stellen, zwei Erzadern. Die werden wir auch noch weg abtragen und dann verkaufen und schmieden. Und beim nächsten Mal müssen wir dann, schauen wir gleich einmal, der Vermisste, was machen wir da? Verschiedenes. Frage den Anführer der Gefährten nach Arbeit. Wieder die Gefährten weitermachen. So schätze ich doch. Gut, Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr am Laufenden bleiben wollt, macht ein Abo und wenn nicht, dann sagt es nämlich weiter. Unsere Dosita, die jetzt ganz allein da steht, verabschiedet sich und ich auch wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.